Der Oligarch hatte schon viele Pfleger für seine kranke Mutter beschäftigt, um dieser die beste Pflege zuteilwerden zu lassen, die er ihr bieten konnte. Doch nun kündigte eine Krankenschwester, weil sie verreiste und er brauchte eine neue. Fand aber auch schnell eine Krankenschwester, die den Anforderungen entsprach und ein großes Wissen in ihren Arbeitsbereich hatte. Als er sie das erste Mal kennenlernte, fand er sie sofort sympathisch und er stellte die junge Frau sofort ein. Doch zu diesem Zeitpunkt konnte er noch längst nicht ahnen, was für eine folgenschwere Entscheidung er getroffen hatte und wie sehr er diesen Tag sein Leben und das anderer Menschen verändern würde. Die Krankenschwester zog im großen Haus ein und hatte ein eigenes Zimmer, ziemlich in der Nähe des Zimmers, in dem die Mutter des Oligarchen war. So konnte sie immer in ihrer Nähe sein und bei Notfällen sofort zur Stelle sein oder wenn sie gebraucht wurde. Und am nächsten Tag ging der Oligarch zu dem Zimmer seiner Mutter und er hörte, dass die Krankenschwester schon bei seiner Mutter war. Er klopfte an und machte die Tür auf. Bei seinem Eintreten sah er sehr verdutzt auf die beiden Frauen. Die Krankenschwester saß auf dem Bett seiner Mutter und redete mit ihr. Dabei standen beide Frauen Tränen in den Augen und sie stockten, als sie ihn sahen. In der Hand der Krankenschwester lag ein kleiner Ohrring, der aber sehr wertvoll aussah. Dieser Ohrring kam dem Oligarchen sehr bekannt vor, auch wenn er nicht mehr sagen könnte, woher er ihn kannte. Also ging er langsam auf das Bett zu, sah die beiden Frauen an. »Was ist hier los?«, fragte er und verlangte eine Erklärung für das Bild, das sich ihm hier bot. »Komm, setz dich hin, ich habe dir etwas zu sagen.« »Diese junge Frau hier hat viel mehr mit unserer Familie zu tun, als du denkst«, sagte seine alte Mutter zu ihm und wies auf ihr Bett. Der Oligarch sah verwundert zu ihr und kam ihrer Aufforderung nach. »Wer ist sie?« Er setzte sich auf das Bett und sah die junge Frau lange an. »Sie gehört zu unserer Familie«, sagte die Mutter stockend und weinte. »Was?« Der Oligarch konnte es kaum fassen. »Wer soll sie sein?« »Sie ist doch nur ein armes Mädchen ohne Eltern«, sagte er darauf voller Erstaunen. »Ich bin deine Schwester«, flüsterte da die Frau leise und sah auf ihre Hände. »Meine Schwester?«, sagte der Oligarch entrüstet. »Das wüsste ich doch, ich habe keine Schwester.« Die beiden Frauen schüttelten den Kopf. Nun begann die Frau ihre Geschichte zu erzählen. Dabei wühlte sie tief in den Erinnerungen und brachte so manche vergessene Tat ans Licht. »Ich war noch ganz jung und du warst gerade erst geboren worden.« »Auch ich kann mich nicht mehr so gut an dich erinnern, nur an meine Mutter, ich habe noch genaue Erinnerungen.« Sie brach kurz ab und schaute ihre Mutter an. Dabei musste sie fest schlucken. »Es begann damit, dass du eben geboren wurdest. Man hat dich so sehr gewünscht. Immerhin warst du ein Junge und solltest alles erben. Doch ich war die Erstgeborene, auch wenn ich ein Mädchen war. Das passte allerdings nicht in die Pläne und ich war nur im Weg. Langsam begann man mich auszuschließen, während du überall warst und geliebt wurdest. So vergingen die Monate und ich spürte, dass ich in dieser Familie nicht so sehr willkommen war wie du. Man würde mir später, wenn ich heiraten würde, auch viel Geld ausbezahlen müssen und deinen Besitz so verringern. Man wollte das auch vermeiden und so stand ich nur im Weg. Deshalb wollte man mich loswerden.« Die Frau stockte und brach in Tränen aus. Sie weinte heftig, als sie sich an ihre Kindheit erinnerte. »Es tut mir so leid«, flüsterte die alte Frau ebenfalls tränenerstickt und konnte ihre Tochter nicht ansehen. »Es war beim Flughafen und ich war so ahnungslos zu dieser Zeit«, sprach die junge Frau weiter und schüttelte heftig ihren Kopf, als könnte sie es selbst noch nicht glauben, was damals mit ihr geschehen war. »Ich wusste nicht, dass das passieren könnte. Schon damals wusste ich, dass ich zwar nicht so sehr geliebt wurde wie du und immer mehr an den Rand der Familie gedrängt wurde, aber das hätte ich doch nie von meiner eigenen Familie und von meiner eigenen Mutter erwartet. Das war auch das letzte Mal bis jetzt, dass ich euch nicht nur in den Zeitungen oder im Fernsehen sah, sondern hier im wirklichen Leben. Meine Mutter legte einen ihrer Ohrringe ab und gab ihn mir. Sie sah mich einfach ohne jegliche Emotion an und ich konnte nicht ahnen, was geschehen würde. Ihren einen Ohrring gab sie mir in die Hand mit den Worten, dass ich gut darauf Acht geben sollte, da er sehr wertvoll war. Den Ohrring sollte ich nicht hergeben und ihn behalten, da er mir vielleicht noch einmal nützen könnte. Es sollte mir auch eine Erinnerung sein. Alles, was ich nun machen sollte, war das Beste für mich und die ganze Familie und ich sollte nicht traurig sein. Ich hätte es nicht anders verdient und sollte mit meinem Leben genauso glücklich sein, da ich doch alles bekommen würde, was man zum Leben brauchen würde. Aber das stimmte nicht. Ich verlor meine ganze Familie. Auch wenn ich keine Liebe von ihr bekam, so war sie doch etwas Großes und Einzigartiges. Nun war ich alleine und ganz auf mich gestellt. Man ließ mich einfach auf diesen Flughafen zurück.
Es wurde mir gesagt, dass ich in der Halle warten sollte und nicht zum Flugzeug mitkommen sollte. Jemand würde mich abholen, aber es kam keiner. Nachdem das Flugzeug mit meiner Familie abgeflogen war, blieb ich ganz allein zurück in einer fremden Stadt, in der ich mich nicht auskannte. In dieser Stadt kannte mich auch keiner und ich wusste nicht, wer ich wirklich war. Ich war selbst noch zu klein, um zu wissen, wer meine Eltern waren und wo ich wohnte. Außerdem hatte ich kein Geld bei mir und keine Kontaktdaten. Nachdem mich die Angestellten im Flughafen gefunden haben und die Polizei kam, um meine Eltern zu finden, wurde ich vorübergehend in ein Waisenhaus gebracht, bis meine Eltern wieder auftauchen würden. Meine Familie hatte mich aber dort allein zurückgelassen und kam mich nicht mehr abholen. Nach einiger Zeit sah ich einmal im Fernsehen und sah meine Familie in den Nachrichten. Sofort erzählte ich den Betreuern, dass das meine Familie sei, doch natürlich glaubte mir keiner. Diese reiche Familie hätte doch den Verlust eines Familienmitgliedes sofort angezeigt. Meine Familie wusste, dass ich dort im Waisenhaus war und hielt es vor allen geheim. Man sagte sich, dass ich in der Ferne in die Schule gehen würde und so verschwand ich immer mehr und mehr im Hintergrund. Es verging viele Jahre und ich musste mir selbst hart einen eigenen Platz im Leben erkämpfen. Ich lernte in der Schule fleißig, um dann später einen guten Job zu haben und auf eigenen Füßen zu stehen. Es war mein großer Wunsch, einmal wieder zu meiner richtigen Familie zu können und dafür wollte ich Geld sparen. Es war klar, dass mir keiner glauben würde, wenn ich wieder sagen würde, dass ich zu dieser Familie gehöre und so bewahrte ich Stillschweigen über mein Wissen. Nach der Schule studierte ich, um Krankenschwester zu werden und mit den Jahren hörte ich, dass immer mehr Pflegepersonal hier benötigt wurde. Das war meine Chance. Ich bewarb mich, um hierher kommen zu können. Ich dachte mir, dass man mir auch hier nicht sofort glauben würde, wenn ich behaupten würde, dass ich die Tochter von hier war. Also wartete ich, bis ich mit meiner Mutter allein war, um ihr ihren Ohrring zeigen zu können, den sie mir damals als Kind gab. Diesen hütete ich wie ein Schatz bis jetzt. Hier ist er. Die junge Frau hob den Ohrring, der schimmerte und golden funkelte, hoch. Der Ohrring sah wertvoll aus und so teuer, dass sich die Frau diesen Ohrring unmöglich selbst hätte kaufen können. Sie ist wirklich meine Tochter und es ist alles nur meine Schuld, sagte die Mutter des Oligarchen und nickte bestätigt mit dem Kopf. Du hättest mir doch auch nicht geglaubt, mein Bruder. Ich musste also zuerst mit meiner Mutter sprechen, denn sie wusste um diesen Ohrring. Zudem warst du noch zu klein, um dich an mich erinnern zu können, sprach die junge Frau zu dem Oligarchen. Dieser fiel aus allen Wolken, als er diese Geschichte hörte. Nie wäre ihm ein solcher Gedanke gekommen und er wusste auch nichts davon. O Schwester, er stand auf, umarmte die junge Frau. Von jetzt an sollst du nie wieder Not leiden müssen. Ich werde dich für alles entstandene Leid entschädigen und du wirst genauso viel von meinem Reichtum abbekommen wie ich. Ich lasse dir sofort die schönsten Zimmer herrichten und veranlasse, dass du alles bekommst, was du haben möchtest. Wir werden dich offiziell vorstellen und du wirst ganz groß in den Nachrichten sein, versprach er seiner Schwester, die ihn mit Tränen in den Augen umarmte. Ich möchte nur, dass man auf mich stolz ist und mich in der Familie willkommen heißt. Die ganzen Jahre habe ich nur nach einer liebevollen Familie gesucht, erwiderte sie darauf weinend. Nach mehreren Wochen hatte sich die Tochter gut in die Familie eingelebt und genoss Respekt und Liebe, die ihr von ihrem Bruder jeden Tag entgegengebracht wurden. Durch ihn fühlte sie sich nicht allein und er las ihr jeden Wunsch von den Augen ab, um das wieder gut zu machen, was seine Mutter ihr angetan hatte. Die Mutter versuchte auch ihr Bestes zu geben, ihr Unrecht wieder gut zu machen. Doch die Tochter konnte ihr nicht richtig verzeihen und verstand sich nur mit ihrem Bruder so gut, als wären sie schon ihr gesamtes Leben zusammen gewesen. Wie hat dir diese Geschichte gefallen? Schreibe uns deine Meinung in die Kommentare. Bis bald.